Hallo und herzlich willkommen. Jetzt gehen wir zu dem letzten Video der Psi-Phase, nämlich die Gefahren des Warps. Hört sich sehr spannend an, ist es auch, aber es wird eurem Psioniker nicht gefallen. Weil es gibt zwei Sondermöglichkeiten, die eurem Psioniker nicht gefallen werden. Und das sind halt entweder ein Einserpasch, also zwei Einsen, oder zwei Sechsen. Das sind so zwei Paradebeispiele, die werden eurem Psioniker, wie gesagt, nicht gefallen. Aber was sie genau tun, sage ich euch. Wichtig ist, wenn ihr versucht habt, eine Zauberkraft zu beschwören mit einer Doppel-1, ist es so, dass ihr dann einen W3-Würfel würfeln müsst, um zu erfahren, wie viel Schaden euer eigener Psioniker bekommt, weil der Zauberspruch völlig daneben gegangen ist. Also dafür nehme ich jetzt hier mal einen W3-Würfel, mein Gott. Nehme ich mal, wir haben jetzt hier eine 3, bedeutet, der Kleine verliert jetzt 2 Lebenspunkte. Ist natürlich sehr Mist gewesen, weil Zauberspruch hat nicht gewirkt, man verliert selber Lebenspunkte, ist schon sehr doof. Anders sieht es aus mit den beiden Sechsen. Auch da beginnt dann die Regel Gefahren im Warp. Bedeutet auch da, wir nehmen wieder einen W3 Würfel, müssen würfeln und würfeln dann eine 3. Bedeutet, er verliert 3 Lebenspunkte. Ist jetzt noch schlimmer, weil der Kleine hat jetzt zum Beispiel nur noch 2 Lebenspunkte. Verliert 3, bedeutet, der kleine Mann stirbt sogar noch. Aber das soll noch nicht das Ende gewesen sein. Nämlich jetzt ist es so, man muss sich das quasi so ein bisschen vorstellen wie, als würde der Psionika quasi überladen sein und explodieren. Und alles jetzt, was jetzt hier im Umkreis von 6 Zoll quasi ist, ne, also wenn wir ihn jetzt hier nehmen, wir sehen, die Necrons sind auf jeden Fall in 6 Zoll dabei, aber auch seine eigenen Leute sind in 6 Zoll in Nähe, bedeutet jetzt, dass wir pro Einheit, also für jede Einheit sogar nochmal einen W3-Würfel würfeln müssen, um zu erfahren, wie viele Tote es gibt. Beziehungsweise wie viele tödliche Wunden es gibt. Wir haben jetzt hier einmal auf die Necrons, ich hätte es vorher ansagen müssen, Necrons gewürfelt. Hier haben wir eine 2 bekommen, also von dem W3 eine 2-Ergebnis bedeutet, diese Einheit verliert jetzt 2 Lebenspunkte. Da die Warriors zum Beispiel nur einen Lebenspunkt haben, wären das jetzt 2 Modelle, die sterben. Jetzt nochmal für die Sword Brothers. Sword Brothers verlieren 2 Lebenspunkte, wäre ein Modell kaputt. Und das alles ist nur passiert, weil der nette Kollege hier seinen Zauberspruch sowas von vergeigt hat. Dann sterben sogar noch eine Menge andere. Andersrum, anderes Beispiel mit den Doppel-6 zum Beispiel, ist, gehen wir mal davon aus, er hätte jetzt noch 2 Lebenspunkte und würde aber jetzt nur einen Lebenspunkt verlieren, weil ich in der W3 gewürfelt habe auf eine 1. Bedeutet, er hat eine 1, ist das ja jetzt erstmal hier beiseite. Hat er aber trotzdem noch eine 12 gewürfelt, bedeutet, ich dürfte immer noch meinen Zauberspruch würfeln. Dieses mit der Doppel-6 ist halt nur dann sehr doof, wenn ihr euch selber kaputt macht. Dann passiert das, was ich gerade gezeigt habe. Sonst verliert er nur Lebenspunkte, aber darf seinen Zauberspruch trotzdem noch aktivieren. Das war es soweit von Gefahren des Warps. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.